Herzlich willkommen, lieber Wassermann, zur Woche 27.08. bis 2.9.2018. Ja, wir gucken mal wieder, was diese Woche so für dich in petto hat, welche Energien von außen auf dich zukommen und was du mitbringst. Du ziehst dir das raus, was du gebrauchen kannst. Es ist eine allgemeine Legung, kann also nicht für jeden immer passen. Wichtig ist, dass du dich inspiriert fühlst und ja, was Gutes daraus kommt. Das ist das Wichtigste. So, dann schauen wir mal, was so um dich herum passiert oder was vielleicht auch an Energien auf dich zukommen kann. Da haben wir die 4 der Stäbe. Das ist eine sehr schöne Energie, Familienzusammenkunft, ja, vielleicht eine Hochzeit, vielleicht eine Feierlichkeit. Das kommt von außen. Das ist ja sehr schön. Dann gucken wir mal mit der ersten Karte, wie du dich fühlst, wie du über dich denkst. Dein Wunsch für diese Woche. Deine Hoffnung und Ängste. Das ist gut für dich. Das ist nicht so gut für dich. Und den möglichen Ausgang in dieser Woche. Ja, schauen wir mal, was wir haben. Wie gesagt, allgemeine Legung. Kann nicht immer hundertprozentig für dich passen. Du ziehst dir das raus, was für dich passt, was du benutzen kannst für dich. Alles andere lässt du einfach weg. Hier die Karte, wie du dich fühlst, wie du über dich denkst. Die Herrscherin. Das ist sehr fruchtbar. Das ist das Weibliche. Ja, die Natur, Mutter Natur. Alles wächst, alles gedeiht. Ja, und kann natürlich auch Schwangerschaft bedeuten. Ja, kann sein. Wenn du ein Mann bist, kann das auch bedeuten, dass du möglicherweise eine Partnerin hast, die jetzt sehr empfänglich ist. Also da ist immer ein bisschen Vorsicht geboten, sage ich mal, ja. Wenn man das eben nicht jetzt möchte. Dann haben wir deine Wünsche für diese Woche. Das ist der Page der Stäbe. Das ist eine junge, kreative und leidenschaftliche Energie, die neue Dinge angeht. Also vielleicht hast du ein neues Projekt, eine neue Sache, die dich ja, in den Bann zieht, für die du brennst, die du gerne anfangen möchtest, dann ist das eine gute Woche dafür. Dann haben wir deine Hoffnung und Ängste in dieser Woche. Das ist die 2 der Münzen. Da geht es um Finanzielles oder Sicherheit an sich. Da bist du noch nicht klar, wie du das handhaben möchtest. Oder du stehst zwischen einer Entscheidung, mache ich das so oder mache ich das so. Ja, also es ist noch nicht entschieden. Du jonglierst noch, du wägst noch ab für und wieder. Gut für dich in dieser Woche ist der Eremit. Der Eremit ist jemand, der die Schätze in sich sucht, nach dem Licht, ja, nach der Weisheit natürlich. Und man zieht sich da schon mal gerne ein bisschen zurück und guckt dann, wie man Dinge, die vielleicht hier mit den Finanzen oder so unklar sind, wie man die lösen kann. Lieber Wassermann, es ist zwar schön, in sich auch die Dinge zu suchen, genauso gut ist es aber auch, wenn man vielleicht Fachleute befragt, je nachdem, um was es geht, sich Leute zur Seite holt, die einem zum Beispiel ihre Erfahrungen mitteilen können. Das ist keine schlechte Idee, um vielleicht schneller zu einer Lösung zu kommen. Manchmal braucht man die Lösung halt auch schneller und kommt alleine nicht drauf. Was ist denn in dieser Woche nicht gut für dich? Das Rad des Schicksals. Also, du hast alle Möglichkeiten, weil das Rad des Schicksals ist eine durchweg positive Karte und es geht darum, dein Leben ja voranzutreiben in eine positive Richtung. Ich vermute mal, weil das in der Position nicht gut für dich steht, weil hier noch keine Entscheidung getroffen wurde. Ja, da musst du vielleicht einfach noch ein bisschen abwarten. Aber wir gucken gleich mal mit der 2. Karte, was das bedeutet und worum es da geht. Der mögliche Ausgang ist die 9 der Münzen. Das bedeutet Unabhängigkeit, Freiheit, auch stabil in Sachen Finanzen. Ja, das ist möglich in dieser Woche. Ja, dann schauen wir doch mal, was die anderen Karten dazu sagen. Und beginnen natürlich dann auch wieder ganz vorne bei der Herrscherin, wie du dich fühlst, wie es dir geht, wie du über dich denkst. Und ja, schauen wir mal, was wir haben. Wir haben die Kraft. Und die Kraft kann bedeuten, dass du
sehr viel Energie hast, die Dinge voranzutreiben, das, was dir am Herzen liegt, was du möchtest, dass du etwas positiv beeinflussen kannst in dieser Woche. Das ist schön. Du hast ja als Wunsch auch hier den Pagen der Stäbe. Und das ist ja eine leidenschaftliche Energie. Und dann haben wir dazu den Pagen der Schwerter. Das ist zwar deine Energie, aber der Page der Schwerter ist ein bisschen zu forsch. Ja, das kann mit Worten, Gedanken oder Taten sein. Also bitte vorsichtig, nicht übereilt handeln, lieber überlegt handeln. Du bist ja ein sehr überlegendes Sternzeichen, machst das ja eher sachlich. Aber wie gesagt, wenn dich dann sozusagen etwas sehr reizt und deine Leidenschaft weckt, kann es auch einfach mal zu schnell reagiert sein. Also da ein bisschen drauf achten, ne? Lieber einmal tief durchatmen und dann überlegen, was man vielleicht sagt, ne? Je nachdem, worum es geht. Dann haben wir Hoffnung und Ängste. Da geht es mit den zwei der Münzen um eine Entscheidung und mit den zwei der Schwertern musst du diese Entscheidung treffen, ob es dir gefällt oder nicht. Du bist dazu angehalten, diese Entscheidung zu fällen. Ja, ich denke mal, dass dir das nicht so leicht fällt. Und deswegen mein Rat, such dir jemanden, der dir dabei wirklich zur Seite stehen kann. Vielleicht jemand, der nicht zu deinem engsten Freundeskreis gehört, sondern jemand, der unbeeinflusst ist, der frei ist, der wirklich aus seinen Erfahrungen heraus dir eine unabhängige Antwort geben kann. Mit dem Eremiten ist das gut für dich. Wir haben aber hier die 7 der Schwerter. Das könnte bedeuten, dass du nicht herausrückst mit dem, worum es eigentlich geht. Und ich denke mal, dass dir das Schwierigkeiten bereitet, über gewisse Dinge zu sprechen. Deswegen behältst du das mit dem Eremiten lieber für dich. Ich glaube, dass der Zeitpunkt gekommen ist, diese Dinge offenzulegen und damit auch eine Entscheidung herbeizuführen. Vielleicht hält dich das auch eben davon ab, diese Entscheidung zu treffen. Bleibe bei der Wahrheit, spreche mit denen, die es betrifft. Versuche nicht, mit Dingen davon zu kommen, das funktioniert nicht. Ja? Also versuche, über deinen Schatten zu springen, mit jemandem zu sprechen, der vielleicht neutral dir beistehen kann, der dir Ratschläge geben kann und der dir vielleicht auch den Blick auf eine andere Perspektive ermöglichen kann. Ja? Denn wir haben als nächstes nicht gut für dich, ist das Rad des Schicksals. Und vielleicht sind diese beiden Karten eben die, die dich davon abhalten. Wir haben den König der Kelche. Ich glaube, dass diese Entscheidung, die du da treffen musst, und wo du so in dich gehst und die Dinge lieber verschweigst, als zu sprechen, auch mit Gefühlen zu tun haben, die dir ja sowieso immer suspekt sind. Gefühle sind dir suspekt. Ja? Aber du bist ein ganz normaler Mensch wie jeder andere auch, auch wenn du alles sachlich siehst. Lasse Gefühle zu, fühle sie tatsächlich auch und versuche sie dann eben auch zu analysieren, nicht zu lange, aber kurzzeitig zu analysieren und herauszufinden, warum du diese Gefühle hast und wie du damit umgehen kannst. Wir haben, eine Karte ist gerade runtergefallen, deswegen musste ich mich bücken. Wir haben ja die 9 der Münzen und wir haben die Hohepriesterin. Die Hohepriesterin ist auch eine Geheimnisträgerin. Jemand, die alles weiß, aber nicht damit hausieren geht. Und ich sag mal, du gehst ja auch nicht mit Dingen hausieren. Das soll ja auch nicht heißen, dass du deine Geheimnisse jedem und überall offenbarst, sondern dass du mit jemandem sprichst, der dir tatsächlich auch einen Rat gibt, der dich weiterbringt. Und die Hohepriesterin besagt ja auch, dass du auf dein Bauchgefühl hören musst. Und dein Bauchgefühl hat, wie das Wort schon sagt, Gefühl involviert. Und der König der Kelche ist jemand, der auch sehr gefühlvoll ist. Und im Innersten bist du das auch, lieber Wassermann. Und wenn du diese Gefühle zu lange verbirgst oder hinter einer Fassade versteckst, kann es sein, dass du in einer ganz unüberlegten Aktion damit hervorprescht. Ja, dann mach es doch lieber so, dass du diese Gefühle, die du hast, vielleicht für jemanden,
ne, für eine Sache, was auch immer, dass du diese Gefühle einfach gefiltert rauslässt. So ein bisschen. Deine Umwelt wird das sicherlich dankbar annehmen, wenn du mal ein bisschen Gefühle zeigst und auch andere an deinen Gefühlen teilhaben lässt. Ja, das muss halt dann nicht so knall auf Fall rauskommen, wie hier, sondern gemäßigt und in Ruhe und nicht versuchen, Dinge immer zu verbergen. Ja, das schadet dir selber am meisten. Ja, weil niemand weiß ja, was du fühlst, wenn du dich nicht äußerst. Und du kannst nicht immer von deiner Umwelt verlangen, dass die das errät. Und wenn du das, wie gesagt, peu à peu so an jemanden weitergibst bzw. dich äußerst, kann das für dich sehr, sehr nützlich sein. Du musst ja trotzdem nicht von deiner sachlichen Argumentation abgehen. So, dann haben wir noch eine Orakelkarte, die da besagt: Zweifel. Ich löse mich von dem Bedürfnis, über alles genau Bescheid wissen zu müssen. Ja, das hat ja auch so ein bisschen was mit Kontrolle zu tun, ne? Wenn man die Gefühle immer kontrolliert hält und niemanden, ich sag mal, sagt, was man eigentlich fühlt, dann hat man zumindest den Eindruck, man hat alles unter Kontrolle. Ich glaube, das ist nicht wirklich so. Ja, weil wenn du diese Gefühle ständig unterdrückst und dir anderen etwas vormachst, machst du letztendlich dir selber etwas vor. Aber ich lese mal vor, was die Karte Zweifel besagt. Der menschliche Verstand kann die Mysterien des Universums nicht erfassen. Dass du nur in drei Dimensionen wahrnehmen kannst, hat seinen Grund. Und der liegt darin, dass du lernen sollst zu leben, ohne dir deiner Verbundenheit mit dem Geist voll bewusst zu sein. Jeder geht seinen ganz eigenen Weg in dieses Bewusstsein. Und da gibt es kein richtig oder falsch, solange es dir darum geht, die Energien der Liebe und des Mitgefühls wirksam werden zu lassen. Göttliche Weisheit sickert in diese stoffliche Dimension ein. Einiges davon findet einen Widerhall in deiner Seele, anderes nicht. Das sind die Wegweiser, die dich auf den richtigen Weg führen. Was dir an Weisheit einleuchtet und richtig erscheint, das nimmst du mit. Alles andere entlässt du wieder ins Universum. Achte stets sehr bewusst auf die Anstöße und Einsichten, die dein Geistführer und Lehrer dir unterwegs zukommen lässt. Also, du bekommst Hinweise, wie jetzt auch durch diese Legung, dass du eben auch, ja, in Liebe auf andere zugehen sollst, deine Dinge in Liebe tun sollst. Und Liebe ist ja nun mal ein Gefühl, ja. Und davor kann man sich nicht immer verstecken, auch wenn es einem suspekt ist. Du hast diese Gefühle ja, ob du sie haben willst oder nicht. Das ist nun mal etwas, was wir nicht beeinflussen können. Also, lieber Wassermann, lass Gefühle zu, lass sie auch andere spüren, gemäßigt, so wie du das zulassen kannst. Lerne damit umzugehen. Es macht dich liebenswerter, es macht dich zugänglicher und es macht andere sicherer, auf dich zuzugehen und dir auch helfen zu können, wenn irgendwas ist. Ja? Also, ich wünsche dir eine tolle Woche, eine liebevolle Woche vor allen Dingen, gute Erfahrungen und du musst nicht immer eine Maske tragen, um dich zu schützen. Es gibt auch liebe Menschen um dich herum. In diesem Sinne, alles Liebe und ich hoffe, bis nächste Woche und wenn es dir gefallen hat, gerne einen Daumen hoch. Bis bald. Tschüss.